Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei True Farming 2. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, meine Lieben, das Kubota DLC ist draußen, deswegen schaut gerne mal in der Videobeschreibung. Dort findet ihr nämlich einen direkten Link zu Giants. Dort könnt ihr euch das Ganze einmal direkt beim Entwickler holen, könnt mich ein bisschen damit unterstützen und wie schon gesagt, wenn ihr über Giants kauft, dann ist das Geld oder landet das Geld auch direkt zu 100% beim Entwickler und es ist nicht nur irgendein Keyseller dazwischen. Ansonsten sind wir auf dem Weg zurück in die Stadt, beziehungsweise sind wir schon in die Stadt. Unsere Drechaktion war an und für sich ganz erfolgreich, aber ich kann euch sagen, der muss eine Komplettwartung bekommen. Also ich glaube, das wird nichts. Da werden wir nicht ohnehin kommen, dass der einmal komplett gewartet wird und dann sollte das eigentlich passen, dann sollte der auch ein bisschen flotter unterwegs sein. Ansonsten könnt ihr euch auch die neueste Version der Waldstätten, nämlich die 1.3 ist aktuell draußen. Das ist, die ist quasi nochmal geupdatet worden. Es gibt neue Fruchtsorten, es sind ganz viele Bugfixes und so weiter. Das seht ihr aber alles auf der Homepage mcmanus.de. Dort könnt ihr das einsehen. Dort könnt ihr euch die Version auch für euch privat runterladen. Und ihr dürft es natürlich nicht irgendwo anders zum Download bereitstellen. Das ist klar und verboten. Aber ihr könnt es für euch zum Zocken alles runterladen. Ihr findet dort auch unser Modpack. Und, was wollte ich noch sagen? Genau, und ihr findet auch alle Infos, was es Neues gibt auf der Version. So, und jetzt sind wir hier erstmal beim Händler. Und ich muss jetzt mal ganz kurz was anderes machen. Ich muss jetzt mal ganz kurz den Herrn Schütte zurückrufen. Der hatte mich nämlich angerufen. Moment, den kontaktieren wir jetzt einmal. Ich weiß gar nicht, ob der Händler hier noch aktuell da ist. Schütte? Ja, hallo, Herr Schütte. Sie hatten mich angerufen. Hi. Hallo. Joris. Oswin. Wie geht's dir? Gut, zieh dir mal deinen Sonntagsanzug an, setz mal Kaffee auf, kauf mal Kuchen. Aha. Ich hab Besuch für dich mit. Du hast Besuch für mich? Ich hab Besuch für dich. Besuch für mich? Ja. Was für Besuch? Willst du dann ja sehen. Okay, ich bin aber nicht bei mir am Hof, ich bin unten beim Händler. Beim Fahrzeughändler. Okay, sollen wir da sonst einfach eben hinkommen? Ja, das wäre gut. Also muss hier gerade noch was übergeben und bring den Besuch einfach mit her. Okay, mache ich. Okay, dann bis gleich, Joris. Bis gleich. Tschüss. Besuch? Das ist ja eine interessante Sache, muss ich jetzt mal so ehrlich sagen. Besuch? Ich weiß gar nicht, ich habe gar keinen Besuch bestellt. Und es hat sich auch gar kein Besuch bei mir angemeldet. So, warte mal, wo sind wir denn jetzt hier? Wo ist er denn? Moment. Ja. Nicht bestellen. Hallo. Die meinen bestimmt hier, wie heißt das? Ja, ich komme gerade nicht drauf. Hallo. Hallo. Oh, das ist der Oswin, den ich da höre, oder? Oh, ja, Sie telefonieren wohl gerade? Ja, ich bin gerade am Telefon dran. Mach's mal laut, das Ding. Ja, ist jupp. Hallo. Ja, hallo. Hallo. Ach, Herr Kolmleiten. Ja, guten Tag, Oswin. Was machen die Biotomaten? Die wachsen und gedeihen, mein Freund. Alles super. Ja, immer schön Giesling Gewächshaus, ne? Ja, das sag ich dir. Ja. Gibt's auch Bio-Erdbeeren? Das wird es auch geben, ja. Oh, da komme ich vorbei. Da bin ich Abnehmer. Ja, gar kein Problem. Oh, gerne sogar. Herr Kolmleiten? Ja. Da kann ich Ihnen einen Tipp geben. Die Frau Krohn, die Bäckerei, die Bäckerin. Ja. Die braucht dringend Dings. Der habe ich schon Mehl geliefert. Die war out of Mehl. Ja, der habe ich schon Mehl geliefert und habt ja schon ausgeholfen. Ach, Anton, hier, da muss ich dir ganz ehrlich noch was erzählen. Ja, deswegen, also Erdbeerenkatze pinst du bei der bestimmt guten Abnehmer, das wollte ich eigentlich nur sagen. Oh, das hört sich gut an. Ja, da werde ich mal nachfragen. Aber ganz kurz, Job. Das Angebot für die Maschinen wollte ich nur mal kurz nachfragen. Wie weit Angebot, sie damit ja. sind. Kann ich dir jetzt gerade gar nicht so sagen, müsste ich nachschauen. Würde ich aber ja heute Abend, spätestens morgen früh, könnte ich dir da Bescheid geben. Ja, alles gut, keine Hektik. Oh. Nee, gut, dann weiß ich Bescheid. Grüße den Oswin noch von mir und ich muss zum Landhandel. Ich stehe schon vor der Tür da. Jupp. Ja, alles klar. Alles klar. Jupp, grüße den Kolmleiten von mir noch. Ja, schöne Grüße vom Rund. Von mir auch, ne? Jo, alles klar, danke. Tschüss, Kurt. Ja. Tschüss. So, pass auf. Hallo, ich war zuerst da. Nein. Und dir will ich auch gleich mal was sagen. Dein Bruder, ne?
Oh wei, was ist denn jetzt schon wieder mit dem? Ja, was ist denn jetzt schon wieder? Ich habe oben das ganze Mehl bei dem weggeholt und habe das zur Bäckerin geschafft. Die konnte nichts mehr produzieren und gar nichts mehr. Ich sag dir, ey, ich habe den hier ohne Ende Kohle gegeben. Wenn der mich hier hängen lässt, ey, ich bin am Arsch, ey. Da kann ich mich... Müssen solche Sachen eigentlich immer bei uns passieren? Herr Jupp? Ja? Darf ich mich ganz kurz vordrängen, weil ich muss direkt wieder los. Ich habe nämlich Besuch. Und das ist eine ganz kurze Sache. Komm mal mit hier da. Oh, Gott! Ach, du Scheiße, hey, was ist denn los? Herr, die Schütte, jetzt war ich aber erschrocken. Oh, hallo! Frau Breitenstein, ich grüße Sie. Hallo, Herr Rosenberg. Ist das dann mein Mähdrescher da draußen? Kommst du mal mit hier? Ja. Kommt mal mit. Los, komm mit, ich zeig euch was. Es ist. Herr Fiedeljob? Ja. Oder Herr Fiedler? Folgendes, und zwar, ich habe den jetzt gerade im Drecheinsatz gehabt, das LU hat in dem Feld. Also, wir kommen nicht ohnehin, der braucht eine Komplettwartung. Der braucht einmal komplett Instandsetzung, Generalüberholung. Ja, läuft er denn noch? Also er läuft, er hat gedroschen, aber er hat schon arg zu tun. Also da, und auch teilweise ganz schön an der Grenze. Ich würde den ganz gerne Generalüberholen lassen. Ja, klar. Ich lasse dir den so da, ich klemme nur mal ganz kurz mit dem Joris hier, um was es geht, und dann komme ich gleich nochmal zu dir, ja? Ja. Joris und Valerie, kommt mal mit. Da gehen wir mal ein bisschen auf Seite hier. So, Joris, komm, da gehen wir mal ein bisschen auf Seite hier. Ach ja. Frau von Breitenstein, Sie sind mein Besuch? Ja, ich war in der Gegend heute tatsächlich mal nicht beruflich, nein, sondern privat. Ja, privat. Ich bin heute privat hier. Sie wollen sich erkundigen, was mit dem Geld passiert ist. Sie wollen sich den Hof anschauen, oder? Ich würde mir gerne den Hof anschauen, ja. Ich bin privat hier. Ach so. Aber wenn du mir was zeigen willst, warum nicht? Aber okay. Ja, wenn Sie sehen wollen, dann zeige ich Ihnen, das ist ja kein Problem. Ja, ich wollte eigentlich zum Alois, aber ich weiß nicht, ich erreiche den einfach nicht. Ich weiß nicht, wo der ist. Ja, da können wir mal gucken. Ich finde den Weg dahin auch nicht. Kein Problem, da kann ich Ihnen zeigen. Aber jetzt überleg noch, wie wir da hinkommen. Joris, hast du noch ein Auto? Ja, du siehst doch da den orangen Pickup, ne? Vom Bauhof der, ja? Ja, das ist ein anderer vom Bauhof. Nimm den mal mit, das passt. Okay, den können wir nehmen, weil dann würde ich das Gespann nämlich hier so komplett stehen lassen, weißt du? Ja. Okay, und nur zur Info, guck mal hier unser LKW. Ich habe den jetzt hierher gebracht, der bekommt wahrscheinlich einen leichteren Aufbau und andere Achsen. Okay. Dass er ein bisschen mehr Karacho hinten in die Wanne geht. Ja. Na? Ja, was? Mehr Karacho in die Wanne von Frau Breitenstein. Das verstehen Sie nicht. Ist so unter Bauarbeiter. Dass da mehr Ladevolumen reinpassen. Ja, das ist so unter Bauarbeiter gesprochen. Okay, okay. Ja. Alles klar. Ja gut, Joris, dann danke dir vielmals. Und wenn was ansteht, dann sag Bescheid. Ich glaube, das Blockheizkraftwerk rückt immer näher. Und ich glaube auch, bei dem Herrn Rotwild sollte bald losgehen. Und... ich bin mir nicht sicher, ob wir uns bei dem, wie heißt der denn, bei der Lauffamilie, nicht Lauchinger. Lauchinger, ja, genau. Da müssen wir, glaube ich, auch nochmal hin. Oder da geht's auch bald los. Aber das können wir ja jetzt nach und nach abarbeiten. Genau. Alles klar. Na gut, dann danke dir, Joris. Jo, alles klar. Tschüss, Valerie. Dankeschön. Für die netten Gespräche. Ja, dankeschön, Joris. Und vielen Dank für die Gespräche. Ich sag mal kurz hier Bescheid, ne? Tschüss. Keine Klimaanlage! Ja. Hallo! Nee, das wie, keine Klimaanlage? Der hat eine Freiluftklima! Der hat die mexikanische Klimaanlage. Der hat die Freiluftklima. Mit Staub und Schwule. Mexikanische. Ja. Ich glaube, ich bin zu verwöhnt, ich weiß. Oswin. Ja? Willst du mal einen richtigen metrischer Sinn? Du willst, ey, sag mal, du bist so ein richtiger, weißt du, was du bist? So ein richtiger Angeber. Ich und Angeber. Du bist ein richtiger Angeber, bist du. Zeig mal, was hast du denn für einen? Da drüben. Guck dir mal den Case an. Oh ja, ganz toll. Wenn ich dann irgendwann mal Multimillionär bin, dann kaufe ich mir vielleicht auch mal so einen. Ja, aber momentan kostet es nur Geld. Aber der hier hat fast 1000 Liter Raps runtergeholt gerade und das in ungeschlagenen 30 Minuten. ja, das ist, gut. Das ist nicht schlecht. Ich muss aber... der braucht erstmal eine Generalüberholung. Ich dachte, den habt ihr direkt aus dem Museum geholt, so wie aus. Aus dem Museum von der Frau Kron, ja. Von der Bäckerei. Josef, ich lasse dir den so, wie er hier steht, gleich da. Ich fahre andersweitig weiter, weil ich habe noch Besuch hier. Ich muss mich doch um die Frau Breitenstein kümmern. Okay. Alles klar, dann macht's gut. Habt einen schönen Tag, alle. Ja, tschüss. Jupp.
So. Frau Breitenstein, wollen Sie fahren? Nein, danke. Sie, du weißt doch, ich und fahren. Ja, mein Chauffeur ist immer noch nicht da. Ja, dann kommen Sie rein, Mensch. Eine Frage, Frau Breitenstein. Ja. Wenn Sie ich hab dann auch schon gesagt, duz mich bitte. Ich kann dieses nicht mehr hören. Ach so, das ist super, Valerie. Jetzt erzähl mal, warum bist du denn in der Stadt privat? Ach, weißt du, mir war langweilig. Erstens war mir langweilig, weil es ist meiner Protz wieder doch irgendwann, weiß ich nicht. Ach so. Die Poolboys sind immer die gleichen. Im Fernsehen läuft auch nur die gleiche Scheiße den ganzen Tag. Ja, das stimmt. Ich weiß auch nicht. Und dann habe ich irgendwie tatsächlich Sehnsucht nach dem Land bekommen. Ich weiß auch nicht, was da passiert, aber es ist verrückt. Frau. Und, ja? Valerie. Ja? Wissen Sie, was das ist? Was denn? Das ist, Sie haben was gemacht. Sie hier waren, haben Sie etwas gemacht. Was denn? Sie haben Landluft geatmet. Ja, und vermutlich war das nicht gut für mich. Und soll ich Ihnen was sagen? Die Luft auf dem Land ist nachweislich. Da ist mehr Sauerstoff am Start. Und soll ich Ihnen was sagen? Sauerstoff kann süchtig machen. Okay. Sauerstoff, Sie lachen jetzt, aber es ist eine Tatsache. Sauerstoff kann süchtig machen. Sie können... Wenn ich hätte, dann wäre nicht gut, oder? So meinte ich das ja gar nicht. Ich meinte das eher so, dieses Verlangen, nach draußen zu gehen und was in der Natur zu machen, das wird dadurch stärker, das meinte ich. Ach so, ja, das irgendwie schon. Und ich weiß, ich habe auch ganz viel mit dem Alois geschrieben, so die letzte Zeit, immer wieder mal so. Ach, Sie haben die ganze Zeit mit dem Alois geschrieben? Oh, ja, moin. Sie haben die ganze Zeit viel so hin und her geschrieben, telefoniert zwischendurch. Ach, haben Sie auch schon. Ja, und ich dachte mal, ich mache einfach einen Überraschungsbesuch. Er muss ja nicht immer Bescheid wissen. Ich dachte, überrasche ihn einfach. Mhm. Und dann bin ich beim Bauhof irgendwie gelandet, weil ich weiß nicht, wo ich hin muss. Mhm. Und dann hat er noch gemeint, ja, wir könnten ja mal bei dir vorbeigucken, weil wegen deinem Ruf. Und ich dachte mir, ja, mein Cousin will bestimmt eh irgendwann einen Bericht haben. Und das ist aber nett von dem Alois. Ah, gucken Sie mal, hier rechts ist übrigens der Hof von dem Herrn Rotwild. Der Herr Rotwild ist ein Weinbauer hier. Der ist auch noch nicht so lange da. Ja. Oh, der hat schon abgeendet hier alles, sehe ich gerade. Ja, das sieht ja auch nicht. Oh, hier links auch, die ganze Sonnenblumen weg. Und gucken Sie, der möchte einen Weinberg machen. Ja. Weinsgut. Da habe ich gerodet, unter anderem, mit dem Bauhof. Ja. Mhm. Und gucken Sie mal hier rechts. Das war alles Wald hier rechts. Oh, das hat er aber schon schön präpariert hier, muss ich echt sagen. Das ist aber nicht gut für die Natur, wenn man da so viel Holz abholzt. Ja, aber ich sag mal so, also hier ist das auf dem Land, ne, wir haben so viel und außerdem wurden ja auch neue Bäume gepflanzt von dem Herrn Bartling. Ach so, ja, weil ich meine ja nur, ne, wegen Bäume produzieren Sauerstoff und so. Da haben Sie natürlich vollkommen recht, also das muss ich ganz klar sagen. So, wir sind ein bisschen falsch gefahren, aber das macht gar nichts. Ich kenne noch einen besseren Weg. Und zwar, genau, das ist der Herr Rotwild, der hier ist. Okay. Also Weinbauer. Und mit dem habe ich sogar, das ist vielleicht ganz interessant, obwohl sie zwar privat hier sind, aber auch für meine finanzielle Lage. Und zwar will ich mit dem zusammen eine Produktion aufbauen, um die Trauben weiter zu verarbeiten. Wir wollen so Traubensaft machen, Wein und was es nicht alles gibt. Also wenn der Wein gut ist, kaufe ich den sehr gern. Ah, das freut uns. Da haben wir schon mal einen Abnehmer, das ist super. Genau, so, wann sehen wir? Wir müssen jetzt hier oben einmal links abbiegen und dann kommen wir direkt bei dem Herrn Wartlinger vorbei. Und da haben Sie jetzt mit dem Herrn Wartlinger, haben Sie sich so richtig so geschrieben und so richtig so Zeug? So ein bisschen zwischendurch mal, ja, und ein paar Mal telefoniert. Ich weiß nicht, kannst du mal auf mein Telefon gucken? Ich krieg ganz komische Anrufe von einer unterdrückten Nummer und das ist so ein ganz merkwürdiger Typ. Ich habe das einzig gestalkt. Ja, aber Sie haben doch gerade gesagt, dass Sie immer mit dem Herrn Wartlinger telefonieren. Ja, das ist ja auch alles gut, aber manchmal kommt mitten in der Nacht so aus dem Nichts auf einmal so ein Anruf. Und wenn ich dann ganz schlaftrunken... Der ist unterdrückt, oder wie? Ja, ich weiß nicht, ich wollte die Nummer nachgucken, aber steht unbekannte Nummer. Und ich habe richtig Angst, weil... Da hat er die Nummer vielleicht, aber da hat er die Nummer ja ausgeschaltet. Vielleicht. Ja, ich weiß es nicht, wer das ist. Ich kenne den nicht, ich habe den noch nie gehört. Moment. Das klingt jetzt schon irgendwie ein bisschen komisch, was... Was sagt er denn oder was will er denn, wenn sie da rangehen? So ungefähr, ich verstehe da kein Wort. Okay. Also warte, Moment. Hat der einen ausländischen Akzent oder Dialekt oder spricht er ausländisch?
Das klingt ein bisschen dialektmäßig, ja, so wie so aus dem tiefsten Niederbayern, aber so richtig tief Niederbayern. Okay, wie also ja, so, komm, ganz beginnen, ja. Ich habe aber nicht viel verstanden, außer Hallo. Also was der will, wissen Sie nicht. Nein, keine Ahnung. Ich habe immer wieder aufgelegt nach 2-3 Sekunden. Entschuldigung, Moment. Ja, was machen wir denn da jetzt? Weiß ich nicht, kann ich die Nummer blockieren? Aber ich weiß noch nicht, welche Nummer es ist. Wie kann ich sie denn dann blockieren? Ja, das ist eine gute Frage. Da müssen wir gleich mal gucken. Also der Herr Wartlinger scheint nicht da zu sein. Guck mal. Oh, das ist traurig. Oder er ist draußen unterwegs. Ich kann ihn nachher gerne nochmal anrufen. Aber pass auf, komm, wir fahren erstmal zu meinem Hof. Ich zeig dir mal, was schon alles passiert ist. Also, pass auf, wir haben uns ja das Feld angeguckt, ne? Ja. Und das war ja nur Feld. Ja. Jetzt halte ich fest. Guck mal rechts. Ist das alles betoniert? Das ist nicht betoniert. Gekiest. Gekiest, ja. Das Problem das ist... Das Gleiche. Das Problem ist, ich muss ja ein Dings schaffen, einen tragfähigen Untergrund. Ah, okay. Ich habe nicht viel Ahnung von sowas. Ja, pass auf. Ich gebe das Geld, aber mir auch nicht. Steig mal aus hier. So, guck, das hier ist Kies alles, Schotter, das ist Frostschutz. Ja, ja. Frostschutz ist dafür da, dass wenn es regnet, quasi der Regen hier drauf geht und dann durchsickern kann, dass sich die Nässe nicht staut sozusagen. Ja. Ja, dass das absickern kann. So, und gleichzeitig kann man das aber sehr gut verdichten und das ist ein tragfähiger Untergrund. Okay, heißt, hier kannst du ein Häuschen drauf bauen. Ich möchte hier oben eventuell ein kleines Wohnhaus bauen, aber da ist jetzt, hier steht aktuell mein Wohnhaus. Naja, ist nett. Gemütlich. Okay. Übersichtlich, sagen wir es mal so. Es gibt nicht viel aufzuräumen, so muss man es auch mal sehen. Das ist natürlich richtig, sie sparen sich die Kosten für die Putzfrau, Das Problem ist nur aktuell, wir sind im Dezember. Es ist echt, wir sind gesegnet mit schönem Wetter noch, aber ich habe ein bisschen Angst vor dem Winter, wenn ich ehrlich bin, vor richtig Schnee und so. Also wenn du mal warme Decken brauchst, dann sag Bescheid. Dann bringe ich dir welche. Moment, wenn ich mir jetzt warme Gedanken machen will oder wenn ich warme Decken brauche? Wenn du warme... War mit Decken. Ach, Decken. Decken. Okay, Frau Valerie. Kommen Sie mit. Hier geht's nach unten. Hier wird die Einfahrt, ne? Also hier, das wird wahrscheinlich alles gepflastert. Muss ich mal gucken, vielleicht so Granitpflaster oder so, fände ich da echt ganz schön. Ja. Und hier unten, da unten steht schon das Holz, denn da unten wird die erste Fahrzeughalle jetzt gebaut. Ich habe einen alten Drescher gekauft, aktuell. Habe ich gesehen, ja. Genau, und einen Unimog habe ich noch und ein Moped. Mehr ist es leider noch nicht geworden. Aber es geht Stück für Stück und nach voran. So, und jetzt, wie gesagt, soll da unten die alte Halle hin. Und haben Sie vor, hast du vor, Tiere zu machen oder so? Nee, oder? Ich habe vier. Ach so, komm mal mit, ich habe noch vier Felder. Oh. Ja. So viel gleich? Also Pachtfelder. So Pachtfelder. Ich bin alt. Oh. Ja, auch. Kannst du gut hüpfen? Weiß ich nicht, sieht kalt aus. Ist auch kalt, aber. Wappa. Naja, die Füße sind ein bisschen nass geworden. Guck hier. Das ist zum Beispiel schon eins meiner Felder. Hier ist aktuell Zuckerrüben sind hier drauf. Zuckerrüben? Macht man daraus Zucker? Ja, kann man unter anderem Zucker machen. Da muss jetzt zum Beispiel noch Stickstoff drauf. Also das heißt, das muss noch gedüngt werden und das muss noch gekalkt werden. Ne, dass das dann hinhaut. Mit dem Erdrag. Kann man denn hier einfach so durch die Pflanzen laufen? Dann macht man doch was kaputt, oder? Ja, man kann so ein bisschen durch. Naja, man tritt ja nicht auf die Pflanze, man tritt ja zwischen rein. So, und pass auf, wenn du mitkommst, hier hinten sind auch noch Felder von mir. Aber Valerie, mich beunruhigt das jetzt ein bisschen, was du mir erzählt hast mit dem Anruf. Ja, ich finde das auch gruselig. Vielleicht sollten wir, aber ganz ehrlich, vielleicht sollten wir das dem Herrn Wartlinger auch sagen. Weil der ist ja Polizist, vielleicht kann der über dein Telefon rauskriegen, welche unterdrückte Nummer das war. Das ist gar keine schlechte Idee. Weißt du, wie ich meine? Ja, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Aber auch so bruchstückhaft, du weißt gar nicht, was der von dir wollte, weil du es nicht verstanden hast. Nein, gar nicht. Ich habe da gar nichts verstanden. Nur Servus und weiß ich nicht. Verstehe da kein klang's Wort. Eher, aber auch so richtig klang's alt. Böse oder klang's nett? So ein bisschen so krantelt halt. So weiß so ich krantig? Nicht. Krantig? Ja, so ein bisschen krantelig, ja. Oh, naja, das ist natürlich nicht so gut. Bisschen verrückt. Ja, okay. Aber da müssen wir dranbleiben. Also das kriegen wir raus, Valerie. Da helfe ich dir. Ja, guck, und hier habe ich schöne Baumwolle aktuell. Kartoffeln sind das.
tatsächlich. Kartoffeln habe ich hier angesehen, Zuckerrüben, Kartoffeln. Und hier ist noch gar nichts angesehen. Und dann habe ich, Moment, wo habe ich noch ein Feld? Ach, ganz da oben ist noch ein Feld, aber da brauchen wir jetzt nicht hinlaufen. Na gut, pass auf, Valerie, dann würde ich sagen, ich lade dich bei mir auf eine Runde Kaffee im Bauwagen ein und dann gucken wir einfach mal, wann der Herr Wartlinger wiederkommt. Das klingt gut. Und dann können wir das, können wir die Sache angehen, ja? Das finde ich gut, ja. Alles und klar. Dir geht's gut, ja? Mir geht's gut, alles perfekt. Ich hoffe, dass der Anton mich, nicht der Anton, sondern der Markus neben Reingrub. Wie hieß denn der? Ja, ja, weiß nicht, Michael. Der Michael, nee, Michael, nee, der Anton. Achso. Anton Reingrub, dass der mich nicht enttäuscht, ey. Ich habe nämlich jetzt schon eine Mehllieferung zu der Bäckerin gebracht, was eigentlich seine Aufgabe ist und alles und naja. Gut, na gut, Valerie, dann komm, machen wir uns noch einen schönen Nachmittag und schön, dass ihr da wart, meine lieben Freunde. Ich hoffe, die Spannung steigt. Schaut in den nächsten Folgen auf jeden Fall rein. Wir sind erstmal fertig. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag. Tschüss und ciao.